Hast du einen gesehen, der einen für 100 gesucht hat? Dir wollen sie aber nur 55 geben. Tja. Muss bis zum letzten Tag warten, wenn die richtig Verzweifelten auf der Suche sind. Ich gebe euch meine Frau, meine drei Kinder, meinen Porsche und ich will nur ein Dusakas Crystal Bow dafür. Behalt die Frau und die Kinder, ich nehme nur den Porsche. Bruh. Also am letzten Tag denke ich schon, dass da nochmal krass geboten wird. Mit irrwitzigen Beträgen. Weißt du, dann der letzte Tag ist das auch die letzte Chance für alle, die noch nichts gefunden haben. Weil es halt echt krank ist, weil ich meine, für 55.000 kriegst du nicht für 55.000 auch einen auf Bodeng ungebunden? Was sind 55.000 F-Körner auf Bodeng? Na gut, aber meint es actually nur so knapp 10 Milliarden. Na gut, kriegst du keinen wahrscheinlich. Na gut, ist actually halber Preis wahrscheinlich. Trotzdem krank. Also, vor allem der Unterschied zwischen U5 und U4, wie groß ist der überhaupt? Das kann doch eigentlich maximal wie bei 9 und 10 so maximal 4% sein, oder? Das ist halt wie immer die Frage, lohnt sich das überhaupt preis-leistungstechnisch? Vermutlich nicht. Nur muss man es halt irgendwann machen, wenn man sein Equipment noch irgendwie verbessern will. Was man hat, hat man. Also wenn ich drüber nachdenke, na gut, für mich sind das sowieso Summen, da bin ich so oder so raus. Weder für Penya noch für F-Con würde ich jemals so viel Geld dafür zahlen. Aber wenn ich darüber nachdenken würde, na, ich zahle jetzt 100.000 F-Con für einen Bow plus 5 oder 60.000 für einen plus 4. Ey, mein Sportsfreunde, da reden wir von 400 Okolenskis. Von 400 Eurolinskis. Also, da stellt sich mir die Frage, wie kann man da überhaupt abwägen? Also ich meine, das ist doch, also, vor allem wenn dann der Endunterschied ist, du machst 800.000 DPS versus du machst 810.000 DPS. Also ganz ehrlich, sei mal nicht böse, aber das ist doch Schwachsinn. Ich verstehe nicht, warum die Leute so heiß darauf sind, ihr ganzes Geld in dieses Game zu ballern und halt dann wegen solchen Kleinigkeiten gefühlt auch noch das Doppelte dann ausgeben wollen. Also sie wollen das ja auch, ne? Das zwingt sie ja keiner, sie wollen das ja. Das werde ich niemals begreifen. Egal wie selten die Sachen sind, ist mir scheißegal wie selten das ist. Es geht ja einfach ums Prinzip. Also ich meine, es geht ja einfach ums Prinzip, dass ich nicht für ein scheiß virtuelles Item so viel Geld ausgebe. Das hat ja auch gar nichts damit zu tun, ob ich nicht anerkenne, wie selten das ist oder so. Es geht ja wirklich nur darum, dass es Wahnsinn ist, so viel Geld dafür auszugeben. Also wie es anders beschreiben soll, es ist verrückt. Ich meine, klar, jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Aber dass es halt so viele Leute gibt, die das machen, ist krass. Und so einzelne verrückte Extremfälle sagt man ja, klar, die gibt's immer. Aber das sind ja keine Einzelfälle mehr gefühlt. Wenn jeder Dritte, der nach so einer Waffe sucht, bereit ist, das zu zahlen, dann sind das ja keine Einzelfälle. Dann sind das ja hunderte Leute, die das machen. Da kann man dann wirklich nicht mehr von Einzelfällen reden. Das ist dann eine richtige Bewegung von Cashern und Walfischen, die das machen. Und dann ja auch noch auf internationaler Ebene. Es ist nicht nur die Deutschen oder so, die so verrückt sind, sondern offensichtlich ja alle auf dem FEC. Es ist crazy. Hm.
Naja, ich glaube nicht, dass das gleiche ist, Gespenst. Also 10% Crit Damage Socket versus 30%. Erstens ist das ein relativ großer Unterschied. Das ist safe mehr Unterschied als Ulti plus 4 zu Ulti plus 5. Oder Ulti plus 3 zu Ulti plus 5. Das ist safe ein größerer Unterschied. Und die Gesamtkosten sind nicht ansatzweise so hoch. Also ich meine, klar, 10% kostet quasi gar nichts, weil die Karten wertlos sind. Aber es kosten 3% von A. Kosten auf Borodeng doch keine 300 Mio. Das sind ja dann mal 2000 F-Coin weg. 20.000. Wenn die ungebunden sind, was kosten sie dann? Also gefühlt habe ich letztens eine gesehen für 700, aber ich glaube, das war auf FEC, oder? Die grüne ist ja die Fawn A. Die dunkelgrüne. FEC aktuell 4 Milliarden. Ja, jetzt. Jetzt. Abgesehen davon, wie gesagt. Also ganz ehrlich, bei den Karten, ich finde, das ist ein sehr schlechtes Beispiel mit den Karten, weil du sie halt legit farmen kannst und du sie garantiert bekommst. Also ja, wenn du sie kaufen würdest, ja, aber das macht ja auch keiner. Also wer kauft sich 10 ungebundene A-Karten? Das macht doch kein Mensch. Die Hälfte farmt man und die andere Hälfte kauft man 10 gebundene von einem Spezi. Kein Mensch kauft 10 ungebundene A-Karten. Und wenn doch, dann ist es wieder jemand, der geistesgestört verrückt ist und einfach nur sein ganzes Geld in dieses Game buttert, aus irgendeinem Grund. Keiner weiß warum. Gibt Leute, die nicht farmen? Ich farme nicht, würde es trotzdem niemals machen. Da würde ich lieber wieder anfangen zu farmen, bevor ich mir 10 A-Karten kaufe. Dann doch lieber wieder farmen. Theoretisch könntest du die auch in Nightmare Dungeons farmen, die A-Karten. Ja, zwar ein bisschen dämlich, aber könnte man theoretisch machen. Müsstest ja nicht mal Cursed farmen. Was dann High-Level-Player? Ja, ich finde halt, also meines Wissens nach kannst du ja jeden ab Level 20 töten. Ich finde halt, vielleicht wird es auch Sinn machen, wenn nicht jeder jeden töten kann. Also am besten wäre es eigentlich so, du kannst wie bei New World oder wie bei anderen MMOs, du kannst dich auf friedlich oder auf Krieg stellen. Quasi, also du kannst einen auf dicke Hose machen, kommt her, ich töte euch alle. Oder du machst einen auf, nein, ich möchte gern meinen 16 Uhr Tee in Ruhe trinken, bitte lasst mich in Ruhe machen. Und je nachdem kannst du halt niemanden angreifen, aber es kann auch niemand dich angreifen. Das ist quasi doppelte Absicherung sozusagen. Oder du machst halt Krieg. Kriegsäxte. Und jeder kann dich angreifen, aber du kannst auch jeden angreifen, sofern er den gleichen Modus hat. Also, ja. Fände ich eigentlich besser. Oder halt, dass zumindest keiner auf Level 150 jemanden auf Level 30 töten kann, was ja, soweit ich weiß, möglich ist. Ich meine, ja, das macht jetzt wahrscheinlich keiner unbedingt. Wobei doch, ich weiß jetzt nicht, ob sie es wirklich machen oder nur getrollt haben. Aber es gab schon oft Leute, die gesagt haben, dass wenn sie Chair of Channel 4 Leute sehen, töten sie immer jeden. Einfach halt, weil es halt Channel 4 ist und man darf es ja. Bist ja selber schuld, wenn du da bist, so nach dem Motto. Was aber auch an für sich, also ist ja auch so, ich meine, weiß ja jeder, dass du auf Channel 4 getötet werden kannst. Aber ich meine, wenn ich jetzt einen Level 60er sehen würde und ich fliege da mit 140 vorbei, also würde ich mir jetzt wirklich die Mühe machen, da vom Bord gehen und den töten, obwohl wir absolut nichts miteinander zu tun haben, der mich auch nicht nervt oder so. Weiß jetzt nicht, ob das unbedingt nötig ist. Und da stellt man sich dann halt schon die Frage, sollte das überhaupt möglich sein, dass so ein absoluter High-Level, so einen absoluten Low-Level überhaupt wegknallen kann? Also sollte es nicht vielleicht trotzdem so sein, dass man maximal Leute töten kann, die wie beim Duell halt, beim Duell geht's ja auch nicht, dass du niemanden töten kannst, der 30 Level unter dir ist. Über 30 Level unter dir oder so.
dass es halt zumindest halbwegs competitive ist und der andere zumindest eine gewisse Chance hat, sich zu wehren, wenn er es rechtzeitig erkennt, dass du ihn töten willst. Also, ja, keine Ahnung. Also von mir aus können sie PK auch komplett entfernen. Ich bin absoluter PK-Gegner. Aber man könnte es natürlich auch ummodifizieren, dass es generell besser wird. Eins von den beiden Beispielen, die ich gerade gesagt habe. Aber ganz entfernen wäre mir tatsächlich lieber. Von mir aus auch ganz entfernen. Mein Hauptproblem ist halt, dass es halt auch nicht genutzt wird. Also ich weiß halt auch, dass es niemand macht. Die Leute, die auf Channel 4... Also die Leute, die Channel 4 nutzen, also ganz am Anfang, und das gibt es jetzt ja glaube ich auch nicht mehr, aber legit, vor 2 Jahren gab es ja wirklich so eine Mafia auf Channel 4. Da konntest du Leute quasi beauftragen, töte den, halt mir den Spawn frei und bring jeden um, der sich ihm nähert. Bring jeden um, der sich meinem Spawn nähert, ich zahle dir 100 Mio die Stunde. Da gab es legit solche Services, da konntest du Leute bezahlen, die dann deinen Spawn verteidigt haben für dich. Und die hatten dann natürlich auch PvP-Equipment und so und haben jeden und alles niedergemäht, der sich dir genähert hat sozusagen. Aber du musstest ja dafür bezahlen. Und ich meine, ganz ehrlich, ist das der Sinn von einem PK-Channel? Also ich denke irgendwie nicht, ne? Und jetzt ist es auch so, überwiegend wird der Channel 4 genutzt von Leuten, die halt das ausnutzen, dass halt eine gewisse grundsätzliche Angst oder ein grundsätzlicher Respekt davor herrscht bei den meisten Spielern, vor allem bei Nicht-PvP-Spielern, die halt grundsätzlich erstmal gucken, dass sie eben nicht auf Channel 4 müssen und nur im Notfall, wenn es halt wirklich nicht anders geht oder so, überhaupt darüber nachdenken, auf Channel 4 zu gehen. Und das nutzen halt dann jetzt Leute aus, auch für wahrscheinlich Level-Service oder so, dass sie da in Ruhe leveln können und so. Aber das ist ja nicht eigentlich der Sinn von einem PK-Channel. Also der eigentliche Sinn von einem PK-Channel ist ja irgendwie trotzdem, dass man rumläuft und Leute tötet. Aber dieses ganze PK-System hat überhaupt keinen Anreiz und es ist einfach voll sinnlos. Also wenn, dann musst du wirklich ein System schaffen, wo man halt auch wirklich diesen PK-Aspekt wirklich nutzt und wo Leute auch tatsächlich gegeneinander kämpfen und es auch Belohnungen dafür gibt und so. Aber aktuell ist es einfach nur so, manche Leute haben zu viel Angst, um auf Channel 4 zu gehen. Andere Leute nutzen diese Angst aus für sich quasi. Aber es ist nicht wirklich ein PK-Channel. Es ist nicht wirklich ein PK-System. Es ist einfach kompletter Schwachsinn, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, am Anfang wird es komplett abused. Das gibt es jetzt aber, glaube ich, nicht mehr. In der Form. Aber nichts davon hat überhaupt irgendwas damit zu tun, denke ich zumindest, wie das ursprünglich mal gedacht war als PK-Channel. Und deswegen bin ich schon lange der Meinung, dass das halt entweder komplett entfernt gehört oder komplett gereworked. Meine, wie gesagt, Position ist entfernen. Bitte entfernt diesen Rotz. Aber leider machen sie keins von beiden. Leider nicht. Noch nicht.